Dragon Ball Z Lord Slug ist der vierte Dragon Ball Z-Film und wurde am 9. März 1991 veröffentlicht. Es ist auch der erste und einzige Film, der einen Namekianer als Antagonisten hat. Und nicht nur das, sogar hat in diesem Film der legendäre Super Saiyajin sein Debüt gefeiert. Wenn auch anders, als man ihn eigentlich kennt. Der Film fängt mit unser aller Lieblings-Namekianer Piccolo an, der am Meditieren ist, während Son Gohan mit seinem Freund Ikarus spielt. Genau, der Drache, den Gohan im vorherigen Film aus dem Feuer gerettet hat. Gemeinsam spielen und pfeifen sie fröhlich herum, ganz zu der Unruhe von Piccolo, der ihnen sagt, dass er die Klappe halten soll, da Piccolo und auch andere Namekianer sehr empfindlich sind, was solche Töne angeht. Etwas, was später noch sehr wichtig sein wird. Währenddessen wird überall in den Medien berichtet, dass ein Planet auf geradem Weg zur Erde ist, weswegen die gesamte Population in Panik ausbricht. Es wird geglaubt, dass wenn dieser Planet die Erde treffen sollte, die gesamte Welt dem Untergang geweiht ist. Son Goku und sein bester Freund Krillin dürfen dies selbstverständlich nicht zulassen, weswegen sie versuchen, mit einem dualen Kamehameha den Planeten aufzuhalten, jedoch ohne Erfolg. Die starken Winde schießen unsere Helden weg und aus dem Planet, welcher die Erde doch nicht getroffen hat, kommt ein enormes Raumschiff raus, was auf der Erde landet. Alle versammeln sich um das Raumschiff, um sich anzusehen, was da abgeht. Als die Luke sich öffnet, kommt ein Soldat rausgelaufen, der allergisch gegenüber der Sonne reagiert. Dies liegt daran, dass die Soldaten zu einer Dämonenrasse gehören, die das Sonnenlicht nicht länger als eine Stunde aushalten. Es wird revealed, dass sie einem mysteriösen Lord Slug dienen, den titeltragenden Antagonisten. Sie erobern Planeten, in denen sie sie einfrieren, wodurch sie ungestört auf ihnen leben können. Sie möchten aus der Erde ein neues Schiff machen, jedoch nicht ohne Widerstand. Son Gohan würde sich gegen die Soldaten stellen, während Lord Slug den Dragon Ball auf seinem Hut bemerkt. Aus irgendeinem Grund kennt dieser Mann die mysteriösen Kugeln. Er nimmt den Dragon Ball an sich und befiehlt seinen Handlangern, die restlichen Dragon Balls aufzusuchen, was auch ziemlich schnell geschieht, wodurch er in der Lage war, sich von Shenlong seine Jugend zurückzuwünschen. Erinnert euch das an jemanden? Ganz genau, der alte Dämonenkönig Piccolo, der hatte genau denselben Wunsch, was eine wirklich coole Referenz ist. Während sich Lord Slug über seine wiedererlangte Jugend freut, wird der ganze Planet eingefroren. Und nicht nur das, der Himmel wird verdunkelt und ein dicker Nebel bildet sich um den Planeten, um die Sonne selbst zu verdunkeln. Der Held des Tages Yajirobe würde unsere Helden Goku und Krillin finden und den beiden eine magische Bohne gönnen, während Gohan alleine gegen die Soldaten von Lord Slug kämpft. Er tut sich anfangs relativ gut, doch wird dann schnell wieder runtergeholt. Jedoch bevor er umgebracht werden kann, passiert das, was in jedem Film passiert. Und dreimal dürft ihr raten. Natürlich, wenn Kid Gohan in Schwierigkeiten ist, rettet ihn sein Mentor Piccolo in letzter Sekunde. Aber nicht irgendwie paar Minuten davor. Es muss immer in der letzten Sekunde sein. Der Kampf zwischen Piccolo und dem Soldaten ist auch absolut einseitig. Er nimmt ihn in klassischer Piccolo-Manier absolut auseinander. Komm schon, schlag ein! Du bist okay, ich bin okay! Du bist nicht okay! Die Untertanen von Lord Slug sind zwar genau wie die Untertanen von den vorherigen Filmen absolut vergesslich, aber Szenen wie diese sorgen immer für ordentliche Unterhaltung und geben den Charakteren abgesehen von Son Goku die Chance zu strahlen, was immer wieder schön mit anzusehen ist. Währenddessen hat Gohan leider nicht so großes Glück gegen seinen Gegner und wird von ihm und seinen Klon überwältigt. Bevor Son Gohan jedoch getötet werden kann, versucht Piccolo mit allen Mitteln dazwischen zu gehen, doch wird von seinem Gegner so krass beschäftigt, dass er lediglich dazwischen gehen konnte, um die volle Breitseite des Angriffs abzufangen. Als sie kurz davor waren, getötet zu werden, kommen Goku und Krillin noch rechtzeitig, um sie zu retten. Goku würde sich zuerst weigern, gegen die Handlanger zu kämpfen, da er wegen dem gewaltigen Machtunterschied dies als absolute Zeitverschwendung ansieht. Die beiden würden Teamwork nutzen und denken, dass sie nun eine Chance gegen unseren Helden hätten. Aber das bringt bei Son Goku absolut gar nichts. Den einen stopft er das Maul mit einem Ki-Blast und den anderen schlägt er in die Luft und fängt ihn mit seiner Handfläche auf, so wie er es damals mit Nappa getan hat. Lord Slug würde dies in aller Seelenruhe mit ansehen, bis er sich dann selbst offenbaren würde. Als Krillin ihn sieht, warum auch immer, dachte er nun, dass er einen Him-Moment bekommt, wodurch er trotz Gokus Warnung Slug angreift und naja, aufs Brutalste ausgenockt wird. Ah! Oh verdammt, warum kann ich nicht mal auf dich hören? Dadurch würde der Kampf zwischen Goku und Slug beginnen. Slug erweist sich im darauffolgenden Kampf als stärker und schlägt ihn problemlos herum. Dabei spürt man so richtig die Überlegenheit, weil dieser alte Mann nun in seiner absoluten Prime ist und deutlich mehr Erfahrung und Kraft besitzt als Goku selbst. Er schlägt ihn durch Gebäude und die Animatoren machen einem klar, wie groß der Gap zwischen den beiden ist. Es erinnert sogar leicht an den Kampf gegen Freezer, wo Goku kaum bis gar keine Chance gegen ihn hatte. Doch hier kann er wirklich nichts machen, außer einzustecken.
Strecken. Slug Solo, Takao Koyama, der ebenfalls an diesem und den anderen Dragon Ball Filmen mitgewirkt hat, stärker sein als Freezer. Was zwar nicht so viel Sinn macht, aber wenn er es sagt. Es wurde ebenfalls von ihm bestätigt, dass beim Erstellen der Dragon Ball Filme der nächste Antagonist, gegen den Goku kämpft, immer stärker sein muss als der vorherige. Somit war Slug stärker als Thales, aber dafür schwächer als Cooler. Als Goku kurz vor der Niederlage stand, läuft Slug langsam auf ihn zu und bereitet seinen letzten Schlag vor. Jedoch fängt Goku Slugs Todesstoß ab und verwandelt sich in etwas, was man einen Pseudo-Super Saiyajin nennt. Zu dieser Form gibt es sogar eine sehr interessante Geschichte. Son Goku verwandelte sich nämlich im 317. Chapter des Mangas am 19. März 1991 zum ersten Mal in einen Super Saiyajin, nur 10 Tage nach der Premiere dieses Films. Die Super Saiyajin-Form, die in diesem Film zu sehen ist, wurde nicht von Akira Toriyama erstellt, sondern von den Entwicklern dieses Movies. Daisenshu 7 beschreibt diese Verwandlung offiziell als Pseudo-Super Saiyajin und beschreibt sie wie folgt. Ein Zustand, der der Super Saiyajin-Transformation darin ähnelt, dass der gesamte Körper in eine Aura gehüllt ist. Jedoch werden die Haare nicht komplett gold, wie bei dem regulären Super Saiyajin. Außerdem werden seine Augen weiß, als hätte er sein Bewusstsein verloren. Es sieht so aus, als ob Gokus Wut gegenüber seinem Feind so stark war, dass er ihn zu einem Super Saiyajin gemacht hat, da dieser in die Enge getrieben wurde. In Daisenshu 7 steht, dass Toriyama auf die Idee kam, Gokus Haare in der Pseudo-Super Saiyajin-Form aufrecht zu designen. Toriyama inspirierte sich also sehr von dem Design des Pseudo-Super Saiyajins und sagte folgendes dazu. Ich habe mich für ein Design des Super Saiyajins entschieden, das in den Zuschauer was auslöst. Und um ehrlich zu sein, habe ich eigentlich immer nur eine Person, die mir bei meiner Arbeit hilft. Und das ist mein Assistent. Die Zeit dieses Assistenten wurde jedoch immer damit verbracht, Gokus Haare schwarz zu färben. Also war der Hauptgrund des Ganzen, einfach nur Zeit zu sparen. Denn als Goku ein Super Saiyajin wurde, mussten wir die schwarze Füllung nicht mehr machen. Es hatte auch den Effekt, dass es an seinem Aussehen leicht zu erkennen war, dass Goku stärker geworden ist. Also schlugen wir 2 Fliegen mit einer Klappe. Außerdem erklärt Daisenshu 6, dass der Film logischerweise non-canon ist. Hier ist, was sie dazu zu sagen haben. Der Fakt, dass Goku noch kein Super Saiyajin geworden ist, beweist, dass dieser Film vor dem Showdown gegen Freezer spielt. Zu diesem Zeitpunkt sollte sich Goku jedoch mitten in seinem Kampf auf dem Planeten Namek befinden. Dies kann also nur eine Filmgeschichte sein. Mit seiner neu gefundenen Kraft dominiert Goku seinen Gegner Slug mit Leichtigkeit und bricht sogar dabei ein von seinen Armen. Als Gokus Pseudo-Super Saiyajin-Kraft verblasst, enthüllt Slug sein namekianisches Dasein, indem er seinen Arm nachwachsen lässt und seinen Helm abnimmt, um seine Antennen freizulegen. Er verwandelt sich außerdem in eine riesige Version seiner selbst, also genauso wie Piccolo Junior damals im World Tournament. Auch zu Lord Slug Design gibt es Informationen. So sagt er der Charakterdesigner und Animator Minoru Maeda folgendes über den Super Namekianer. Toriyama-Sensei entwarf die Grundlagen, aber im Laufe der Geschichte fügte ich Dinge wie seinen Helm und einen Brustschutz hinzu, um zu verbergen, dass er ein Namekianer ist. Denn es wäre zu namekianisch gewesen, wenn ich ihm einfach nur einen Umhang gegeben hätte. Minoru Maeda ist ein absoluter OG in der Dragon Ball Szene und war schon sehr lange dabei. Und wenn wir lange sagen, dann meinen wir auch wirklich lange. Um genauer zu sein, war er schon zu den Zeiten von Dr. Slump dabei, was wirklich eine sehr, sehr lange Zeit ist. Er ist ein Charakterdesigner als auch Animator und war für sehr viel im Dragon Ball Anime zuständig, als auch für die erste Hälfte der Z-Filmreihe. Maeda beaufsichtigt fast jeden Aspekt des Animationsprozesses der Serie und lieferte den Großteil der Charakterdesigns vom Beginn von Dragon Ball im Februar 1986 bis hin zu Perfect Cell Saga in 1992. Er wurde bei Bedarf oft als Key-Animator oder Animation-Supervisor einspringen. Maeda war auch für alle Werbeillustrationen verantwortlich und illustrierte Dragon Ball Z-Nebengeschichten, Databooks und einige Comic-Cover des Films. Er ist eine absolute Legende der Szene. Auch wenn er von einigen wenigen der Community mal hier und da kritisiert wird, kann niemand verleugnen, dass er ein hart arbeitender Mann ist, der eine riesige Leidenschaft für Dragon Ball hatte. Aber kommen wir nun zurück zur Story. Meister Kaio enthüllt, dass Slug als Baby auf einen anderen Planeten namens Slug geschickt wurde, bevor sein Heimatplanet Namek vom Aussterben bedroht war. Ähnlich wie Kami. Meister Kaio sagt ebenfalls, dass obwohl Slug es wahrscheinlich selbst nicht bemerkt hat, er mit einer seltenen Mutation geboren wurde, was ihn zu einem sogenannten Super Namekianer macht. In dieser Riesenform erweist sich Slug als deutlich stärker als Goku. Meister Kaio vermutet, dass Freezer und sogar ein Super Saiyajin ihn in dieser Form nicht gewachsen sind, was nochmal unterstreicht, wie mächtig er geworden ist.
Piccolo greift ein und beginnt an Slugs Antennen zu ziehen, während er sagt, dass er als Namekianer all seine Schwachstellen kennt. Obwohl er zurückgeschlagen und gepackt wird, reißt Piccolo seine Ohren ab und sagt zu Gohan, dass er Schlager hören will, da dieser Ton des Pfeifens einen schrecklichen Sound erzeugt, der für Namekianer schädlich zu sein scheint. Hier nochmal ein sehr interessanter Randfakt über das besagte Pfeifen. Gohans Pfeifen wurde von Hajime Ueshiba, einem professionellen Pfeifer und Pianisten, aufgenommen. Auch merkt man seit dem Film mit Thales, dass sie bei den Filmen Sachen einbauen, worauf sie am Ende wieder zurückgreifen, wie zum Beispiel mit den Drachen Ikarus oder auch Gohans Pfeifen, was echt ein cooles Writing und manchmal auch ein Foreshadowing ist. Gohans Pfeifen schafft es wie erwartet, Slug in die Knie zu zwingen und quält ihn im Prozess sogar richtig. Was diese Szene so bizarr macht, wäre der Kontrast zwischen dem freundlichen Klang des Pfeifens und der hoffnungslosen Situation des Kampfes. Dies nennt man auch Soundtrack-Dissonanz und wird oft verwendet, um eine noch stärkere Emotion in den Zuschauer hervorzuholen. Unpassende Musik bei solchen Szenen zu nutzen, kann eine Szene nochmal richtig aufwerten oder auch manchmal ruinieren. Aber ich finde, dass sie es hier perfekt hinbekommen haben. Los, ich übertrage dir meine Kraft. Ich verlasse mich ganz allein auf dich, Son Goku. Piccolo, ich werde dein Vertrauen nicht enttäuschen. Das verspreche ich dir. Ich bekomme immer wieder eine kranke Gänsehaut, wenn ich mir diese Szene anschaue, wie Piccolo mit seiner letzten Kraft versucht, Gokus Hand zu greifen, während im Hintergrund diese fröhliche Melodie spielt. Kurz gesagt, einfach nur Peak Fiction. Piccolo greift also Gokus Hand und gibt ihm die letzte Kraft, die er noch hat, damit Goku diesen Kampf ein für alle Mal beenden kann. Wenn man mal überlegt, ist diese gesamte Situation einfach nur heftig. Piccolo, ein Namekianer, der damals genauso wie Lord Slug war und Goku im Kampf gegenüberstand, setzt nun seine gesamte Hoffnung und Kraft genau in diesen Goku, damit er die Erde und seine Bewohner beschützen kann, über die Piccolo damals selber herrschen wollte. Goku beweist unzählige Male, dass es für jeden da draußen die Chance gibt, sich zu bessern und von seinen Fehlern zu lernen. Eine wertvolle Lektion, die für einige schwer zu meistern und verstehen ist. Dank Piccolo und seiner Energie, die durch seinen Körper fließt, kann Goku die Kaioken benutzen und ein Loch in Lord Slugs Magen schlagen. Auch hier findet man erneut Ähnlichkeiten zu Dragon Ball Classic, denn genauso hat Kid Goku ebenfalls Dämonenkönig Piccolo besiegt, mit einem Schlag durch den Magen. Diese kleinen Referenzen zu alten Dragon Ball Ereignissen ist wirklich immer wieder eine Freude mit anzusehen. Was uns auch mal zeigt, was für eine grandiose Geschichte Dragon Ball eigentlich ist. Goku fliegt dann über die Wolken, um den Terra Freezer mit einer von der Sonne angetriebenen Genkidama den letzten Schlag zu verpassen. Lord Slug versucht aber dies mit allen Mitteln zu verhindern. Die Genkidama trifft aber direkt den Gefriergenerator, die Lord Slug mitnimmt und ihn samt des Generators in die Luft jagt und so die Atmosphäre der Erde wieder normalisiert. Dragon Ball Z Lord Slug ist wirklich ein absolut spaßiger und brillanter Film und zeigt nochmal gut, wie sehr sich die Filme entwickeln und immer weiter verbessern. Seit Thales beginnen die Antagonisten richtig Persönlichkeit auszustrahlen und Lord Slug ist bis zum heutigen Tag kein vergessener Charakter. Auch besitzen Thales und Lord Slug gewisse Ähnlichkeiten mit Goku und Piccolo. Was wir damit meinen ist, Thales wirkt wirklich wie ein böser Goku, der niemals seinen Kopf gestoßen hätte. Und Lord Slug wie ein böser Piccolo, der, wie wir schon in diesem Video genannt haben, sehr viele Parallelen zu anderen bösen Namekianern aufweist. Außerdem war sein Schweigen wirklich absolut grandios. Du hast bei ihm wirklich gespürt, dass dieser Mann eine Bedrohung ist. Die Art, wie er Goku am Anfang dominiert hat, war einfach nur brutal. Er schlug ihn einfach mal so durch einen Laster und schlug seinen Kopf sogar so stark, dass dieser in einer Wand stecken blieb. Du hast die Bosheit in seinen Bewegungen gespürt. Man hat wirklich sehr stark gesehen, dass er seinen Gegner einfach leiden lassen will. Hier muss man den Animatoren gewaltig Props geben dafür, dass sie diese Szenen so mächtig in Szene setzen konnten. Aber davon abgesehen ist noch ein ganz anderes Wesen auf dem Weg zur Erde. Ein Wesen, was Rache nehmen möchte. Rache für seinen kleinen Bruder.